Die Tipps und Trends mit einer weiteren September-Ausgabe für Sie dazu. Hallo und herzlich willkommen. Ja, Urlaubszeit ist Reisezeit. Und natürlich ist unser schönes Allgäu auch eine beliebte Ferienregion. Die Gäste kommen aber nicht nur wegen der tollen Natur und den Freizeitmöglichkeiten hierher, sondern auch, um mal das typische Allgäuer Dorfleben kennenzulernen. In Niedersonthofen sind die Gäste im Gasthof zur Krone genau an der richtigen Adresse. Ein traditionelles Dorfgasthaus, in dem sich Touristen und Einheimische zu Hause fühlen. Das Gasthaus und Gästehaus zur Krone in Niedersonthofen steht für Gemütlichkeit und Tradition im Allgäu. Es sind diese Werte, nach denen viele der Gäste in der Krone bewusst suchen. Die suchen Heimat, die alte allgäuerische Heimat suchen sie. Und das haben wir einfach, das bieten wir. Das ist alte, urige Gaststätte, die wir erhalten wollen und auch die Traditionen, die wir einfach aufrechterhalten. Durch die Vereine, die bei uns ein- und ausgehen, Plattler, Jodler, Feuerwehr, Musik, all diese heimischen Vereine sind bei uns heimisch und das suchen auch die Gäste. Unsere Gäste suchen die Nähe zu den Allgäuern und die finden sie hier. Seit kurzem gibt es hier auch ein neues Bettenhaus. In 20 Zimmern können bis zu 56 Personen übernachten. Die Einrichtung ist gleichermaßen modern wie praktisch. Das Allgäu ist natürlich auch eine beliebte Region für Motorradfahrer, für Biker, für Fahrradfahrer. Wir haben unser Augenmerk auch auf diese Zielgruppe ausgerichtet. Deshalb ist auch die Garderobe offen, dass, wenn jemand überraschend in einen Wolkenbruch kommt, dass er seine nassen Kleider da hinhängen kann. Deshalb eben keinen Schrank, damit es gut auslüften kann. Und die Zimmer sind barrierefrei. Die Krone in Niedersonthofen. Eine Dorfgaststätte, in der sich Gäste und Einheimische gleichermaßen zu Hause und gut aufgehoben fühlen. Motorbike-Parts in Kempten. Für Bike-Fans im Allgäu steht der Name für Sicherheit, Qualität und exzellente Beratung. Am Geschäft wird sich aber in der nächsten Zeit so einiges ändern und deshalb erhalten Sie dort jetzt gute Rabatte. Ein weiterer Grund für Motorradfreunde, mal wieder nach Kempten zu kommen. Die Preise purzeln bei Motorbike-Parts in Kempten und zwar richtig. Die Auswahl hier ist dennoch groß. Vor allem Markenware hochwertiger Hersteller wird angeboten. Praktisch alles, was das Motorradfahren sicherer und komfortabler macht, gibt es hier. Da ist für jeden Geschmack und für jeden Anspruch mit Sicherheit das Richtige dabei. Und mit ein bisschen Glück bekommt man bei Motorbike Parts auch noch einen ordentlichen Rabatt auf das neue Lieblingsteil. Wir werden uns ein bisschen verändern in unserem Ladengeschäft. Deshalb gibt es bei uns derzeit sehr, sehr, sehr viel, wo wir abverkaufen. Und man kann Markenware mit dicken Prozenten kaufen. 20, 30, 40 oder sogar 50% sind möglich bei unserem Sortiment an Lederkombis, Textil, Jacken, Hosen, Helme und Zubehör. So manches von dem, was es hier gibt, sieht auf den ersten Blick deutlich modischer und gar nicht so dick gepolstert aus, wie es tatsächlich ist. Anderes dagegen schaut genauso sicher aus, wie es in Wirklichkeit ist. Und wiederum anderes ist nicht nur stabil, sondern sieht auch noch unverschämt gut aus. Wer gerne besonders bequem reist oder wem keine Ausrüstung von der Stange gefällt oder passt, für den gilt auf Wunsch, was nicht passt, wird einfach passend und auf Maß gemacht. Es lohnt sich also gleich in mehrfacher Hinsicht, mal zum Motorbike Parts nach Kempten zu kommen. Auch Quad-Touren sind ein ganz eigener Weg, das Allgäu kennenzulernen und dabei noch jede Menge Spaß zu haben. Seit vielen Jahren schon bietet Helmut Baldauf unter dem Namen Helle Squad Tours solche geführten Touren an. Und damit auch Sie sich ein Bild davon machen können, wie es ist, auf dem Quad durchs Allgäu zu fahren, haben wir eine dieser Touren mal mit der Kamera begleitet. Sicherheitsanweisung von Helmut Helle Baldauf vor der heutigen Ausfahrt mit dem Quad. Zwar darf jeder ab 18 Jahren mit einem Autoführerschein so ein Gerät steuern, ein bisschen anders fühlt sich das Fahren dann aber doch an. Auf dem Quad das Allgäu zu erleben, ist schon irgendwie faszinierend. Auch das macht auf der Straße Spaß, weil einfach, vor allem weil es sehr entspannend ist. Nicht stressig, weil wir eben, wie gesagt, wenig befahrene Straßen fahren oder im Gelände. Einfach, man kann sich aufs Fahren konzentrieren. Und natürlich auch auf den Spaß draußen.
mein Adrenalin hat mich komplett überwältigt. Ich habe das, wie gesagt, vorher noch nie gemacht und ich bin da rumgeflitzt. Und das ist ein mega geiles Gefühl, wirklich. Das letzte Mal waren wir zum Beispiel in der Kiesgrube, da geht es ja auch voll ab. Und heute waren wir im Wald und über die Wiese, auch mal querfeldein einfach. Das haben wir letztes Mal zum Beispiel nicht gemacht. Das war wirklich, vor allem für das, was man, dass man das nie macht, war es wirklich sofort ein sicheres Gefühl. Hammermäßig, also für mich das erste Mal. Und vor allem perfektes Wetter erwischt und perfekte Leitung, also besser geht's eigentlich gar nicht. Wem das Angebot von Helle im Allgäu nicht reichen sollte, in den Wintermonaten bietet er auch im afrikanischen Namibia Quad-Touren und Jeep-Safaris an. Egal ob in Afrika oder im Allgäu. Touren mit Helle sind auf jeden Fall immer ein Erlebnis. Wenn es um Bekleidung geht, ist Sabine Hartmann mit ihrer Residenzboutique in Kempten seit vielen Jahren eine echte Institution. Dort gibt es immer die aktuellen Trends, die aber gleichzeitig auch zeitlos sind. Eine kleine Boutique im Chalet-Stil mit exzellenter Beratung. Und sollte mal was nicht passen, dann wird es in der hauseigenen Schneiderei gleich passend gemacht. Hallo und willkommen in der Residenzboutique in Kempten. Ob Sie jetzt businessmäßig was suchen oder für Theater- und Konzertbesuche, für Hochzeiten, aber auch für Homeoffice oder einfach nur das ganz Besondere, dann überzeugen Sie sich von unserem vielseitigen Sortiment und stöbern Sie bei ganz gemütlichem Chalet-Ambiente. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Sicherlich haben auch Sie schon mal von einem Allgäuer Luftbett gehört. Dieses luftgesteuerte Schlafsystem ist eine flexible Matratze, die nicht mit einer normalen Matratze oder einem Wasserbett vergleichbar ist. Das Luftbett kann einen erholsamen Schlaf fördern. Und nicht nur Privathaushalte, sondern auch viele Übernachtungsbetriebe setzen inzwischen auf ein Allgäuer Luftbett. Das Hotel Waldhorn in Kempten. Hier im 40-Betten-Gästehaus setzt man voll auf das Allgäuer Luftbett. Inzwischen ist man auf Seiten des Hotels fest davon überzeugt. Es wird sogar überlegt, künftig sämtliche Betten mit diesem Schlafsystem auszustatten. Die Gäste sind sehr zufrieden bei uns und kommen auch wegs den Luftbetten extra zu uns und genießen die Flexibilität durch die selber Einstellbarkeit. Für die Hygiene ist das super einfach zu reinigen. Man kann den Topper separat wechseln und waschen und durch die Silbereinwebungen sind die auch antibakteriell. Stichwort Hygiene. Dank eines neuen Spezialreinigers lassen sich die Allgäuer Luftbetten auch von Viren zuverlässig reinigen. Probeliegen ist so auch in Zeiten der Pandemie sicher möglich. Unser Schlafsystem bietet ein ganz besonderes Liegegefühl. Ich persönlich empfinde es als Wohlgefühl. Viele unserer Kunden beschreiben das auch als ein Gefühl von Geborgenheit. Ein Allgäuer Luftbett kann bei Rücken- und Gelenkproblemen helfen, erholsamen und ausreichend Schlaf fördern und damit positiv, gerade in Pandemiezeiten, auf das so wichtige Immunsystem einwirken. Bei der Beratung und Probeliegen wird gründlich chemiefrei desinfiziert, was unter anderem auch Allergikern zugutekommt. Am wichtigsten aber ist, auf einem Allgäuer Luftbett kann man bequem liegen, gut schlafen und sich auch wunderbar einkuscheln. Das Restaurant Waldbeere ist für viele immer noch ein Geheimtipp und das, obwohl es in unmittelbarer Nähe zum Forum liegt. Es versteckt sich ein wenig im Allgäu Art Hotel, einem Haus, das einige Besonderheiten für seine Gäste bereithält.
Ein barrierefreies Haus, in dem auch Inklusion gelebt wird. Ein schönes Stadthotel mit tollem Konzept und Design für alle Gäste, Mitarbeiter, Familien und Geschäftsreisende, egal ob Stadturlauber oder Naturfreund. Frisch, fein und nur von höchster Qualität. Das sind die Zutaten, mit denen im Restaurant Waldbeere im barrierefreien und inklusiven Allgäu Art Hotel gekocht wird. Nur wenn sie seinen Qualitätsansprüchen genügen, werden die Produkte überhaupt erst zubereitet. Unser Küchenteam kocht saisonal und verwendet überwiegend regionale Produkte. Wir bieten von Montag bis Freitag einen Mittagstisch an. Da gibt es Gerichte von Fisch, Fleisch und vegetarisch. Und am Abend haben wir eine à la carte Karte. Die hat Jahreszeiten entsprechend wechselnde Gerichte von einer Pasta mit Kürbis, Pesto bis hin zu einem sommerlichen Salat. Viel Abwechslungsreiches also, was die Küche ihren Gästen im gemütlichen Waldbeere-Ambiente jede Woche neu auf die Teller zaubert. Es lohnt sich deshalb, immer wieder mal auf die aktuelle Karte zu schauen. Neben dem Restaurant, was man natürlich auch für Feierlichkeiten nutzen kann, haben wir im ersten Stock barrierefreie Veranstaltungs- und Tagungsräume. Hier kann man auf 125 Quadratmeter Seminare, Tagungen auf der einen Seite durchführen, auf der anderen Seite aber natürlich auch Feierlichkeiten, Familienfeiern oder Firmenfeiern entsprechend. Das Ganze hat auch noch einen Zugang zu einer Terrasse. Das Restaurant Waldbeere im Allgäu Art Hotel. Bei der Qualität der Küche wird man es wohl nicht mehr allzu lange als Geheimtipp bezeichnen können. Ich bin mir sicher, Sie kennen sie bereits, die MyClick-Card fürs Allgäu und die Bodenseeregion. Eine kleine Karte oder App auf Ihrem Handy, mit der Sie bei allen teilnehmenden Händlern ganz unkompliziert Rabatte oder Vorteile erhalten. Und das ohne langes Sammeln von Stempeln oder Punkten. Die MyClick-Card hat hier einen etwas anderen Ansatz. Seit 2015 gibt es sie im Allgäu und der Bodenseeregion. Und seither gibt es für deren Inhaber auch jede Menge Vorteile zu genießen. Einfach bei der nächsten Shoppingtour auf dieses Zeichen achten. Wer es sieht, weiß, dieser Einzelhändler ist Teil des MyClick-Card-Bonusprogramms. Und so funktioniert die Karte. Man geht mit der Karte in ein Unternehmen, bei dem man das Zeichen für die MyClick-Card gesehen hat. Beim Zahlen einfach die Karte zeigen und schon kann man den Vorteil genießen. Egal, ob man sich ein neues Fahrrad oder E-Bike kauft, oder im Café oder Restaurant verwöhnen lässt. Dank der MyClick-Card bekommt man beispielsweise Preisnachlässe oder kleine Geschenke. Die Karte gibt es sowohl als Plastikkarte, die man einfach mit dem Portemonnaie dabei hat. Oder man nutzt ganz einfach die App. Die ist kostenlos, einfach zu bedienen und das Handy haben die meisten Menschen sowieso immer dabei. Außerdem nimmt sie auch keinen Platz im Geldbeutel weg. Und ein paar Extrafunktionen gibt es hier auch zu entdecken. Unter der Internetadresse www.myclickcard.de erhalten Sie einen Überblick darüber, bei welchem Händler Sie welchen Vorteil genießen können. Ziel der Karte ist es, den Einzelhandel der Region zu fördern und die Innenstädte zu beleben. Gestartet wurde die Aktion von RSA Radio, Allgäu TV und Radio Galaxy. Ich bedanke mich bei Ihnen wieder fürs Zuschauen und wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal hier zu unseren Tipps und Trends. Würde mich freuen, wenn Sie auch wieder mit dabei sind. Bis dahin, tschüss und ciao, ciao.